Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den GameStar News, den News, in denen sich endgültig entscheidet, wer von uns der bessere Moderator ist, nur damit sie am Ende auf jeden Fall den schlechteren bekommen. Die Themen heute: Overwatch-Pornos werden zensiert. Es kommt ein neues Fable auf Kickstarter. Star Citizen nicht auf der E3. Payday 2 verliert seine Microtransactions und Payday 3 ist schon in den Startlöchern. Und Hardcore-Ankündigungen bei Microsoft zur Xbox. Hossa Internet, mein Name ist André Peschke und das sind die heute die News. Meine Damen und Herren, eine alte Internetweisheit sagt, wenn Sie es sich vorstellen können, dann gibt es auch Pornos dazu. Und genau das muss Blizzard gerade feststellen. Zu seinem populären Titel Overwatch gibt es viel Schmuddelkram im Internet und Blizzard is not having it. Man versucht gerade, all diese ekelerregenden Bildchen irgendwo zu tilgen, wo man derer nur habhaft werden kann. Aber ist das wirklich nötig? Schauen wir uns doch mal an. Nein, wir schauen uns das jetzt nicht an. Doch, natürlich schauen wir uns das an. Nee. Weil wenn du nämlich morgen weg bist, müssen wir hier immer noch arbeiten können. Michael Obermeier, die Leute haben auf diese Sendung geklickt, um mich zu sehen und Pornos. Eigentlich das Gleiche. Ja? Also Sascha, bitte nein, die Bilder. Sascha, bitte nicht die Bilder. Sascha, wieso sind die Bilder verpixelt? Du lässt die jetzt verpixelt. Lass die bloß verpixelt. Diese Pixel weg. Pixel, ja, danke. Moment. Das ist nur ein ganz normales Overwatch-Artwork. Der Schmuddelkram ist natürlich schwer zu finden, nachdem Blizzard da mit der Axt durch ist. Aber seid ihr ja wegen Overwatch-Porn gekommen, dann sollt ihr auch Overwatch-Porn bekommen. Oh ja. Zurück in den Sack. Die Stunde hat geschlagen. So einfach. Es gibt ein neues Fable-Spiel auf Kickstarter und bevor ihr euch jetzt einnässt, es ist kein großes Fable 4, sondern ein Kartenspiel im Sinne von Hearthstone und das heißt Fable Fortune. Entwickelt wird das von Ex-Lionhead-Mitarbeitern, ihr wisst ja, Lionhead, die Fable-Entwickler, sind geschlossen worden. Die haben den neuen Studionamen Flaming Foul Studios und werden sogar von Microsoft unterstützt, also Microsoft überlässt ihnen diese Fable-Lizenz für dieses eine Spiel. Und gibt ihnen aber nur die Lizenz und nicht die Kohle dazu. Deshalb soll über Crowdfunding das nötige Geld zusammenkommen. 250.000 Pfund möchte man sammeln. Das sind rund 330.000 Euro. Und dann erscheint Fable Fortune für den PC und die Xbox One schon Anfang 2017. Von der PS4-Version war jetzt nicht die Rede, vermutlich wegen Microsoft. Wie die Webseite Polygon berichtet, hat anscheinend Cloud Imperium Games seine Teilnahme an der PC Gaming Show abgesagt, die von AMD organisierte Veranstaltung ist, so eine Art Showcase für PC-Spiele insgesamt. Damit werden jetzt Gerüchte zementiert, dass der lang erwartete Singleplayer-Teil von Star Citizen namens Squadron 42 wahrscheinlich doch nicht mehr 2016 erscheint, wie bislang erhofft. Denn, so sagen die Experten, wenn jemand einen Titel von dieser Größenordnung noch in diesem Jahr auf den Markt bringen würde, dann wäre er auf der E3 zumindest mit einem Trailer vertreten. Brancheninsider und respektierter Kenner der Materie, Derek Smart, hat sich dazu nun auch zu Wort gemeldet und sagt, das bestätigt nur, was er die ganze Zeit schon gesagt hat, der Kram kommt bestenfalls 2017 raus. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass dieses Foto von Chris Roberts im Urlaub in Italien beweist, wofür die Kohle der Bäcker wirklich drauf geht. Ja, so, hör mal, du hast jetzt gerade wirklich Derek Smart als respektablen Branchenkenner bezeichnet. Die brennen uns hier die Bude ab, Mann. Ja. Obermeier. Das Einzige, was besser ist als eine News to Star Citizen, ist eine News to Star Citizen, bei denen den Star Citizen Fanboys die Köpfe platzen und an meiner letzten News-Sendung gehe ich nicht raus ohne Klicks ohne Ende. Ja, und deswegen schauen wir jetzt vielleicht nochmal so ein lustiges Star Citizen Alpha Bug Video an, das nahelegen soll, dass die in einem total miesen Zustand ist, obwohl es ganz normale Probleme für manche Sandbox-Spiele wären, die schon erschienen sind. Film ab. Groß
große Neuigkeiten bei den Overkill Studios. Die Payday-Entwickler haben nämlich im 100. Update zum Spiel angekündigt, dass sie jetzt endlich die vollständige Payday-Markenlizenz übernommen haben vom Publisher 505 Games. Das heißt, die sind jetzt die alleinigen Entscheider darüber, was mit Payday in Zukunft passiert. Und um das mit der Community zu feiern, schließt man die Microtransactions aus dem Spiel aus. Da gab es einen großen Shitstorm, als sie damals eingeführt worden sind. In Zukunft wird es aber so sein, dass ab dem nächsten Update die Saves, die man im Spiel findet, völlig kostenfrei geöffnet werden können. Und man blickt auch weiter in die Zukunft, denn auch ein Payday 3 ist schon geplant. Nur worum es da geht, was es da sonst noch so gibt und wann das erscheinen wird, das ist völlig unklar. In der Pressemitteilung zu dieser Lizenzgeschichte steht nur drin, dass eben 505 Games sich vorbehält. Wenn sie die Lizenz abgeben, dann wollen sie immerhin 33% der Einnahmen an Payday 3 wieder zurückhaben. Auf der E3 wird es wohl noch nichts zu Payday 3 geben, aber Neuigkeiten zu Payday 2, vermutlich einen DLC, denn dann kommt der Biker. Listen, seriously. Bikers, you can't trust them. Dragon, you don't trust anybody. That's true. But still, he's a biker. What's your problem with bikers? They're gray, lazy, and fat. You looked in a mirror recently? Hey, Chain, come on. All right, cut the shit. I got a plan to secure his loyalty. See? Dallas has a plan. Und gute Nachrichten noch zum Schluss, meine Damen und Herren. Microsoft hat angekündigt, die nächste Xbox zu verschenken und in Zukunft auf Halo zu verzichten. Eine Reihe, von der bekannt war, dass sie eigentlich außerhalb der USA nur noch Saber Rider Nerds interessiert. Phil Spencer von Xbox, so wörtlich auf Twitter, die Arbeit des Teams... Das hat er doch nie wörtlich gesagt. Lass mich doch mal bitte... Ja? Wörtlich gesagt, die Arbeit des Teams haut mich um. Wir machen Dinge, die wir noch nie zuvor getan haben. Und neben den erwähnten Dingen spekulieren Experten nun, da gäbe es noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die Microsoft tun könnte, die sie noch nie getan haben. Zum Beispiel ein gutes Rare-Spiel veröffentlichen oder mehr Konsolen verkaufen als Sony. André, wir müssen hier morgen alle noch arbeiten. Die wissen, wo wir wohnen, die wissen unsere Telefonnummer. Wir müssen hier morgen noch einen YouTube-Kanal und eine Webseite haben. Ich weiß nicht, was du meinst. Der Phil Spencer hat das so gesagt. Ich habe das von einem Zettel sogar abgelesen. Faktischer wird's doch gar nicht. Ja. Meine Damen und Herren, das war's mit den News und das war's auch mit mir. Das ist sozusagen mein letzter Arbeitstag heute. Daher, es war mir ein großes Vergnügen für euch alle da draußen, Videos zu produzieren. Meine geliebten Gurken, ich werde euch sehr vermissen. Und auch, wenn du uns möglicherweise allen jetzt den letzten Arbeitstag beschert hast, André, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir auf deinen weiteren Wegen alles Gute und auf, dass du einen anderen Kanal in den Abgrund reißt. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Tschüss. Du kannst immer auf meiner Couch schlafen. Da schlafe ich auch. I don't want to go.